ein herzliches Willkommen zu unserer Reise durch die Rauhnächte, durch die 13 heiligen Tage. Und an diesem sechsten Tag vom 29. auf den 30. haben wir es zu tun mit dem Sternzeichen der Waage. Wofür steht die Waage? Es ist ja kein Tier. Es ist ja kein Tierkreis. Die Waage steht für Gleichgewicht, für Harmonie. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir, wenn wir uns besinnen, eigentlich auch über uns selber richten, was gut war und böse, falsch oder nicht. Das gehört mit dazu zur Besinnung und in dieser Reise durch diese Tage uns echt darauf zu besinnen. Und da gibt es eben Wesenheiten, die mit dieser Waage zu tun haben, die sogenannten Dynamis. Und hören wir noch einmal weiter, was Olaf Ostersson erlebt in dieser Reise über diese Brücke, die er Gjallarbrücke nennt, die man in der geistigen Wissenschaft dann den Abgrund nennt oder ja, die Kluft oder die Schwelle. Ich bin gewandelt über diese Brücke, die schmal und schwindelregend ist. In Sümpfen musste ich warten, doch liegen sie nun hinter mir. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. In Sümpfen musste ich warten, sie schienen bodenlos dem Fuße. Als ich die Brücke überschritt, da fühlte ich im Munde Erde wie Tote, die in Gräbern liegen. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. An Wasser kam ich dann, in welchen wie blaue Flammen die Eismassen hell erglänzten. Und Gott, er lenkte meinen Sinn, dass ich die Gegend mied. Der Mond schien hell und weithin dehnten sich die Wege. Wir leben in einem Sonnensystem. Es drehen sich Planeten um die Sonne und alle diese Planeten laufen in harmonischen Bahnen um die Sonne. Und die Frage ist, und das beantwortet heute ein Astronom nicht so wie ich heute, wie kommt es dazu, dass die Planeten diese Bahnen so harmonisch einhalten? Wer ist in der Lage, dieses Gleichgewicht zu halten? Und heute an diesem sechsten Tag kommen wir zu diesen Dynamis oder Dynamis, den Geistern der Bewegung. Das sind diejenigen, die mit dem Zeichen der Waage in Verbindung stehen und die Macht haben, so mächtige Kräfte besitzen sie, diese geistige Hierarchie, dass sie unser Sonnensystem regulieren können und die Bahnen der Planeten in Harmonien sind, sodass wir auf der Erde diesen wunderschönen Planeten für unsere Entwicklung haben. Das ist der Wert dieses Tages, dass wir uns in Dank zu diesen Wesenheiten hinrichten, hinwenden und ins Bewusstsein bringen, dass das alles nicht von alleine geschieht. Wir leben im Zeitalter des Materialismus, wo es Wissenschaftler gibt, die behaupten, dass es abstrakte Naturgesetze sind, die es nicht gibt. Aber einige unter diesen Naturwissenschaftlern sind diejenigen, die wirklich wussten und gespürt haben und geahnt haben, dass das auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist, sondern dass es geistige Wesenheiten geben muss. Und heute haben wir gehört, wie diese Wesenheiten nennen. Und einer dieser Wissenschaftler war der Begründer der Quantentheorie, ganz berühmt, Nobelpreisträger Planck. Und er hat zum Ausdruck gebracht, dass eben geistige Wesenheiten da sein müssen. Und diesen Text von ihm will ich auch dir kurz mitgeben, weil es zeigt dir, dass große Wissenschaftler nicht dem Materialismus verfallen, der für uns Menschen so lebenstötend und seelentötend und geisttötend ist. Max Planck sagt Folgendes: Es gibt keine Materie an sich. Als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie diente, bin ich sicher, von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms Folgendes: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es im ganzen Welt aber weder eine intelligente noch eine ewige abstrakte Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen.
Auch er hat also diese Geister längst entdeckt. Dieser Geist, sagte er, ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, sondern der unsichtbare und unsterbliche Geist ist das wahre. Das sagt ein Physiker. Und dann sagt er weiter, da es aber Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben, Gott. Und eine dieser Geistwesen sind die Dynamis, die für uns diese göttliche Ordnung im Äußeren halten. Und so kann dieser Tag dazu dienen, dich an diese göttliche Ordnung einzustimmen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen harmonischen sechsten heiligen Tag.